Hey und herzlich willkommen zu Städtesilette. Mein Name ist Kumpel. Wir spielen City Skylines in Tübingen und wir haben hier vor uns einen Schandfleck. Dart. Die Frage ist, was können wir damit machen? Ich hatte mir jetzt mal eine Mod besorgt, wo ich erstmal finden muss. Das sieht gut aus. Aha. Okay, das hängt jetzt da oben drüber, das will keiner. Was haben wir hier für Brushes? Was ist das hier? Okay. Haben wir die Möglichkeit, hier irgendwie Grass zu brushen? Was haben wir hier? Grass Field. Oh, ich habe hier mich geklickt. Fluffy Grass, Pampas Grass. Okay. Wenn ich jetzt Grass Cluster nehme, ne? Und jetzt, wie kriege ich das Ding kleiner? Wahrscheinlich so, nein, so, nein, so vielleicht auch nicht. So vielleicht auch nicht. Nein. Einstellungen, Stärke, Größe. Ich gehe mal hier auf 45. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Ich mache mal hier so ein paar hin. Und gucken wir mal, was wir noch so finden. Ob uns das so gefällt, weiß ich noch nicht. Es kann nur besser werden. Ich hatte die Hoffnung, dass wir da irgendwie Gras drauf malen können. Wenn nicht, rasieren wir alles wieder weg und bauen da Häuser hin. Das sollte auch nicht das Thema werden. Was haben wir sonst noch so? Gedöns? Fluffy Grass? Nein. Filler Grass? Wow. Ja, das ist irgendwie, das ist nicht das, was ich mir oft hatte. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Man könnte jetzt natürlich im Wald hinmalen, ne? Das wäre auch nicht so der Bringer. Dann werde ich doch den ursprünglichen Plan umsetzen. Da kommt jetzt eine Siedlung hin auf die Seite und auf die Seite machen wir ein Gewerbegebiet. Dann kommt das hier alles weg. Das tut mir auch so ein bisschen leid, aber was willst du machen? Wir haben es ja mit viel Liebe gebaut, aber die Liebe hilft uns ja nicht. Davon können wir uns ja nichts kaufen. Ich muss gerade auch noch was gucken. Interesse halber. Weil hier dachte ich, könnte ich die Höhe eigentlich einstellen. Aber das hier funktioniert gar nicht, ne? Das macht so ein bisschen schwierig, das Ding zu benutzen. Mal gucken kurz. Wie heißt er denn? Moment, wer ist er denn? Der Mod, steht das da irgendwo? Weil das hier, das fehlt mir, dass ich hier die Höhe einstellen kann. Eigentlich müsste ich hier einen Pinsel haben. Jetzt vielleicht die Höhe? Auch nicht. Dass das nicht funktioniert, ist so ein bisschen anstrengend. Was ist das hier? Sand. Toll. Was ist Ditch? Ich habe so ein bisschen Angst. Macht nichts. Macht auch nichts. Ja, ich lasse das lieber. Ach, hier ist die Geländehöhe jetzt. Guck mal. Hier ist sie nicht. Aber hier ist sie. Das heißt, ich kann hier die Geländehöhe einstellen. Na gut. Das müsste man mal an irgendeiner Stelle testen. Ich weiß nicht, ich werde es bereuen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 6 Meter gehe und jetzt hier drücke. Dann geht es runter. Jetzt geht es aber nicht mehr hoch. Ich mache mal ein bisschen größer. Jetzt habe ich hier diesen Nubbel da, oder was? Jetzt wieder glatt. Na gut. Weil ich hatte das in einem Video gesehen. Und hat er so hoch. Den Regler habe ich ja noch nie gesehen. Ja, stimmt. Den hatte ich noch nie gesehen. So, also. Zurück zum Plan. Wir bauen hier noch eine Siedlung hin. Und zwar, ich hole mir mal hier irgendwie so ein bisschen eine schäbige Straße.
Die ist ganz schön, diese Straße. Die ist wirklich schön. Nur leider staubt sie. Brrr. Kater im Hintergrund. Der flitzt da gerade rum, der hat seinen Rappel leider. Ausgerechnet jetzt, wo ich hier rum aufnehme. Wo sind die Industry Roads? Wie sahen die aus? Ich erinnere mich nicht. Ah, nein, das sind sie nicht. Moment. Das sind aber auch nicht die Industrial Roads. Die sind weg, hä? Oder sind die jetzt irgendwo hier Wasser, Abwasser? Aha. Hier sind noch Trams. Guck mal. Aha. Ich erinnere mich auch, wo die Industrial Roads waren. Nämlich hier drunter, glaube ich. Nee. Dann da. Es waren die Suburban. Ach, nehme ich auch. Warum ist hier das Zeichen? Können die über Bahngleise fahren? Wahrscheinlich. Das kann wahrscheinlich nicht jede von denen. Cobblestone Road. Mit zwei verschiedenen Bridge Models. Ich brauche gar kein Bridge Model, aber ich will auch keine Cobblestone Road. Suburban Road 4, Suburban Road 3. Two-Lane Road Flat. Ich habe gedacht... Ach, das war noch die. Okay. Das ist hier. Die sind auch cool. Die muss man mal wieder umbauen. Haben wir das da drüben eigentlich gemacht? Wo ist denn unser? Wie läuft es denn da eigentlich? Da haben wir die aber schon benutzt. Mit unserem ersten Plattenbau. Ja, jetzt warte mal ab hier. Jetzt dräng mich doch nicht so. Ich muss mir doch erstmal ein Bild machen. Sei doch nicht so ungeduldig. Ist ja fürchterlich. Das ist mit Wasser. Wasser. Ich nehme mal die hier jetzt testweise. So. Warte mal. Ich glaube, ich baue sie gerade und ziehe sie dann in Position. Huh? So. Und nun kommt ihr erstmal ein bisschen darüber. So. Eine leichte Biege. So. Eine leichte Biege. Ach, guck mal, da ist ja eine Straße rüber schon. Da könnten wir ja eigentlich dran gehen. Da müssen wir auch ein bisschen vom Bahndamm weg. Macht das schon Sinn, hier so einen leichten Bogen zu bauen? So vielleicht. Na? Weiß ich noch nicht. So. Dann, welche waren das jetzt? Die da war das, ne? Ich hoffe. Und dann können wir hier vorne dran. Dann haben wir da keine Probleme mit dem Bahndamm. Dann können wir die auch hier ausbauen. Das geht auch von da vorne vom Anschluss ganz gut. So. Ich gehe jetzt erst einmal hier rüber. Uiuiuiui. Ich weiß nicht, ob es zu hören... Oh. Kiko, was ist denn? Ja, was ist denn, Kiko, Mann? Da können wir hier das zum Glück mit an den Bahn anschließen. Das geht. Scheint so. Mal gucken. Ja. Hier des Stromnetzes können wir, glaube ich, ignorieren. Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist, kann man das hier als Brücke bauen, diese Straßen? Ich guck mal gerade. Ich muss hier am Kabel vorbei. Nein, scheinbar nicht. Dann brauchen wir eine andere, um da als Brücke weiterzugehen. Ich probiere die mal gerade. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Brücke wird. Neun reicht, ne? Die Frage ist, ist es jetzt Bridge oder ist es Sky Bridge? Und was macht es als Bridge? Das sieht nicht gut aus. Da können wir aber eine andere Brücke dazwischen setzen. Wie sieht es da aus? Ja, so sieht es da aus. Dann kommen wir dann da eben runter.
Das ist soweit erstmal eine ganz normale Straße, ne? Das geht schon mal gut. Und dann können wir hier theoretisch... Na, man muss eher so den Bogen fahren. Erstmal gucken, wie es von oben aussieht. Noch nicht so doll. Und danach tun wir die Dinger versetzen. Ich ziehe den erstmal nach da. Dann mache hier einen schönen Krümmung. Und dann mache ich das hier gerade. Na, ist das nicht so doll. So geht's eigentlich. Kann man machen. Das da vorne ist nicht schön, oder? Nee, das ist dann so rübergezogen. Das müsste man jetzt hier noch verarzten. Haben wir denn da Wände, die dafür geeignet sind? Ich glaube, ja, aber ich habe keine Ahnung, wie sie gehen. Ich ändere das also gerade mal kurz ab. Oder das war ein... Das gefällt mir nicht. Das ist dann eher so für andere Stellen geeignet. Ist auch okay so erstmal. Wir haben mal so eine Brücke darüber. Das ist gut. Das ist auch eine Anbindung für die Leute, die da zum Dings wollen. Und dann hatten wir hier jetzt unsere Streets of Philadelphia, die wir noch ein bisschen anpassen müssen. Das kann auch gerade bleiben und dann machen wir hier einen leichten Schwungi. Ich mache das so ein bisschen nach Augenmaß gerade. So, Schwungi, Schwungi. Ich weiß nicht, wie gut es wird. Ich baue erst ja die Straßen und dann die Häuser. Was wahrscheinlich der Fluch ist. Jeder von euch sitzt da und rauft sich die Haare. Ja, der Kiko auch. Was ist denn mit denen da? Hm. Und dann führe ich noch eine hier so rüber im sanften Bogen. Und mach dazwischen einfach einen Gehweg. Und zwar nehme ich erstmal diesen hier. Warte kurz. Oh, wir nehmen das kürzeste Stück. Ja, es macht keinen Sinn. Wir machen es lieber hier. So. Upp. Ne, wir machen es da. So, und warte, so. Und jetzt so, machen wir es. Und das da wird also bebaut. Da hätte ich ja gern, ich hatte die Hoffnung, dass es sich irgendwie noch ein bisschen fixt dabei. Was ist das hier denn? Crass? Was tut es? Küste benötigt. Ach so. Ja. Wir haben ja leider wirklich nichts, womit wir Gras erfolgreich fixen könnten, wenn ich das richtig sehe. Aber ich weiß es nicht. Weil das hier funktioniert ja nicht. Es sei denn, es funktioniert irgendwie über... Nein. Oh. Ja. Sieht aber doll aus, ne? Also lassen wir lieber. Ist nicht so der Hammer. Ja, schön. Aber wir sind hier prinzipiell schon mal richtig. Und ich gucke erstmal bei den Rico Buildings. Ach, guck mal hier. Das könnte sich gut für uns eignen. Kann ich das andersrum haben? Ach, da sitzt dann da dran. Ja, ist ja schade. Vielleicht geht der dann doch besser. Nein. Das ginge nur hier. Was habe ich denn sonst noch so für Gebäude? Erstmal ein Bilde machen. Ich bin wilde. Ganz im Bilde. Was ist das hier? Aha. Ach so, das sagt mir... Ach so. Okay. I understand this.
Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Wenn man diese abwechselnd setzt und einen Park dazwischen oder so, könnte das ganz nett werden. Wobei ich halt das hier auch ziemlich cool fand. Mit dem Schwung da, aber leider ist es hier irgendwie für uns, irgendwie ist das falsch rum, ne? Das macht nicht so richtig Sinn. Das macht nicht so richtig Sinn. Also hier macht das schon irgendwie Sinn. Ich probiere das mal. Wie man das so machen könnte. Ich werde vielleicht auch einfach umdrehen da noch. Das ist ja auch schon cool dann. Aber leider ist hier vorne kein Park. Ich mache das nochmal weg. Es gibt ja auch so leicht geschwungene Plattenbauten. Die sind aber auch nicht flächig genug für die Stelle da. Um das effizient zu verstecken. Was soll ich meinen? Tarnen täuschen, verpissen war der Gedanke. Man könnte jetzt höchstens. Da verändert sich es da auch wieder. Schön. Ich bin ganz angetan davon, was das Ding macht. Weil ich hatte jetzt gedacht, wenn wir hier nämlich. Und der Winkel sollte schon stimmen. Bau doch mal gerade, bitte. Wenn wir das nämlich so machen, aber das macht der halt auch nicht richtig, ne? Ich hätte jetzt hier gerne noch einen kleinen Kringel gehabt. Gut, wir können hier einen kleinen Kringel machen. Dazu muss ich noch, gleich ein Stückchen weiter. Und dann werden wir hier mal einen 12er probieren. Nee, geht nicht. Ein Achter. Das wird eh total schön. So, und jetzt, wenn wir jetzt. Haben wir alles, ja? Jetzt haben wir einen kleinen Kringel. Dazwischen die Fläche. Die ist nicht so das Problem. Die kriegen wir auch gefixt. Wenn er nicht hier rumklickern würde. So, ist nicht 100%, das weiß ich. Ist nicht 100%. Wollen wir nicht drüber reden? Wo ist mein Haus hin? Wo merkt denn der sich nicht, was ich mir da ausgesucht habe? So. Ich lasse es erstmal, wie es ist. Na dann. Ich weiß gar nicht, ob es da noch hinpasst, ehrlich gesagt. Das sehen wir gleich. Hallo, Kater. Na, beglückst du mich mit deiner Anwesenheit? Muckelchen. Geht's dir gut? Kannst jetzt leider nicht auf den Schoß kommen. Oh ja, es geht aber. Das Problem ist halt wirklich die grüne Fläche da. Die wird halt nicht grün, ne? Das ist auch ein anderes Haus als die anderen, ne? Was habe ich denn da gemacht? Ach ja, da gibt es mehrere. Hat jeder schon gemerkt, außer mir? Was habe ich denn da zuerst genommen? Seltsam. Dieses hier vielleicht? Ach, tatsächlich. Ja, dann hätte ich gern, dass das gefällt mir nämlich besser. Oder? Ich mach die Mike. Nein. Doch, oh.
Warte. Jetzt ist es grün gerade, dann setze ich es auch so, dass es grün bleibt. Nein! Was ist das nur für ein komischer Grafikbug? Der ist ja echt seltsam. Echt seltsam. Tja, da kann ich es nur da verbinden. Wenn ich da jetzt Bäume drauf mache, geht es wahrscheinlich wieder kaputt, ne? Ich mache mal ein paar dickere dahin. Das ist ungefähr der gleiche. Gefühlt. Und was hier? Nee, nee, nee. Gibt es da nicht ein paar, die ein bisschen andere Farbe haben? Nicht so dunkle, bitte. Ich weiß meine Bäume nicht auswendig. Was tatsächlich nervig ist. So. Den haben wir eben schon mal, den Buschi. Der sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt haben wir hier die Häuser. Wie viele Leute wohnen da drin? Aktuell 12 Einheiten. Wir zählen mal gerade von außen. Ne? Ich würde sagen, die Balkone sind maßgeblich. Und dann, wenn das so ist, dann würde ich sagen, 12 passt. Das ist schon mal gut. Und dann... Das ist sehr schön, aber das wird nicht uns lange begleiten, fürchte ich. Warte mal, da könnten wir jetzt aber an der Stelle mal, das ist jetzt hier die Ministraße, die wir da reingepflanzt haben. Wo war sie denn? Hier drunter, ne? So, auf welcher Seite kommt denn da jetzt der Parkplatz hin? Hier, ne? Ich glaube ja. Oh, guck mal, es ist gelockt. Das ist ja wunderbar. Die Mod funktioniert ja traumhaft. Ich bin ja ganz angetan davon. Naja, nicht 100% angetan, weil da komme ich jetzt nicht hin. Aber ist okay. Supi. Supi, supi, supi. Und dann kann es doch da auch dran, bitte. Bitte, setz dich da dran. Bitte, geht da. Oh, das haben wir doch gleich. So. Wenn wir da jetzt mal irgendwas langziehen, vielleicht haben wir Glück und reparieren es nochmal wieder. Jetzt ist da wieder bis da hinten hin kaputt. Vielleicht reparieren wir es auch, wenn wir hier vorne noch einen so setzen. Schade. Das war ein Versuch wert. Ansonsten baue ich hier gerade mal... Ach, guck mal, das, ich gehe über das Gelände drüber, aber es macht ja nichts. So, jetzt ist hier der Rasen noch überall tot. Die Frage ist, haben wir eine Möglichkeit, das nochmal wieder irgendwie hinzubekommen, dass das vielleicht sich das nochmal überlegt? Man weiß ja nicht, was für ein Bug es am Ende ist. Scheinbar nein. Es ignoriert mich völlig. Gut. Dann ist das eben so. Die Frage ist noch, wenn wir da jetzt ein paar Parks also hinsetzen, oder hier die schönen, wir sehen halt nicht, was passiert, ne? Das ist der Krux. Da könnte man Vierer haben, wenn man denn einen hätte, haben wir aber nicht.
Das wäre halt auch noch eine Überlegung, ne? Ich probiere es einfach mal hier. Mit noch so ein paar Buschis. Aber. Ha! Diesmal hat es funktioniert. Gut. Jetzt sollten wir es besser nicht mehr anfassen, wa? Aber das ist nicht das, was ich vorhatte. Beziehungsweise hier vorne die Reihe, das geht ja eigentlich noch ganz gut. Da könnte man jetzt einfach mal. Die können da ja hin, ne? Da spricht ja erstmal soweit nichts dagegen. Und das restliche Gelände überlegen wir nochmal. Hier fährt jetzt aktuell noch gar kein Bus oder so, aber wir könnten eine Tram halten lassen. Eine Trump. Und zwar dann bitte einmal. Ja, doch hier. Und der Bus. Und dann lassen wir die Tram auch nochmal hier halt, ne? Und der Bus, wo fährt denn der überhaupt hin? Was macht denn der Bus so? Also er ist hier auf alle Fälle hier, das stört nicht. Aber die Frage ist, da fährt er da hinten da lang? Und da spricht auch eigentlich gar nichts dagegen, dass der dann ab hier, ich lasse ihn dort halten und dort auch nochmal, dann fährt er eben da über die Brücke. Wenn ihn das so froh macht, soll er das doch tun. Da spricht ja nicht so viel dagegen. Jetzt haben wir ja noch hier dieses Viertelchen, was wir noch ein bisschen verschlimmbessern müssen. Wie viel Uhr haben wir denn sozusagen? Muss ich mal gucken. Ich euch nicht unnötig quäle auch. Ich habe, glaube ich, alles aus gerade. Das hilft mir nicht so gut beim Orientieren. Tatsächlich wollte ich hier einmal noch mal durch. Und auf den Bahnhof zu. So. Und da machen wir jetzt. Mal gucken. Haben wir hier so was Neubauartiges? Das wäre ja auch mal so ein bisschen schön. Für Plattenbauten. Was haben wir hier Schönes? Ach, hier hatten wir noch die Kleinen. Die Kleinen sind aber auch toll. Der Krux damit ist halt immer, man müsste sie eigentlich günstigerweise quer zur Straße bauen. Und die ganz lange Reihe ist natürlich ganz lang, ne? Grübel und studiere, was mache ich hier? Nee, dann machen wir nochmal die da. Das war ja eigentlich eine ganz nette Geschichte. Warte mal. Was uns das bringt, weiß ich noch nicht. Hallo? Hallo? Wie kann ich das denn ausmachen? Nehmen wir kurz weg. Ja, ich würde aber doch gerne das da machen. Straße. Und das da vorne kriege ich jetzt nicht weg, oder wie? Ist auch noch das kaputt. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Das hat doch vorher noch geklappt. Man quält sich ja manchmal schon ein bisschen. Ich möchte gerne da drüben das machen.
Ich mach dir erstmal weg hier. Was ist denn mit dir? Ach, jetzt geht's. Man muss es selbst drehen. Na dann. So. So. Steuerung X. Na gut, das ist, was da steht, ne? Ne, die letzte, die will ich nicht. Die letzte kriege ich jetzt wieder nicht weg, ne? Naja, es ist jetzt nicht so das Drama. Ja, man kann da schon viel Zeit mit verbringen. Das ist gut. Das ist nicht so gut, das ist gut. Und dann. Jetzt passend zu diesen Wegen, würde ich sagen. Da gibt es keine Alternative zu. Ja, also, ne, das, nein, aber das würde schon gehen. Wenn es denn irgendwann mal, das kommt dann, macht dann noch ein paar Büschis dazu, aber so. Ist aber so ganz gut, ist nicht so übertrieben. Und dann kommen wir da vielleicht auch noch irgendwie durch, ne? Meinst du, der lässt mich das machen? Ich bin mir nicht sicher. Nein, das wird nichts. Das kannst du vergessen. In dem Sinne vergessen, dass du zwar hier durchkommst, aber das wird nichts. Wie ich sagte. Es sei denn, man würde versuchen, aber das macht er auch nicht. Das habe ich mir gedacht. Ich mach's wieder weg. Das ist dann okay so, da kommt man nicht durch. Aber das hätten wir schon mal. Die müssten auch von der 8 Haushalte, stimmt das so? Wir zählen nochmal Balkone. Ja. 8 ist okay. Die Busse sind so dunkel. So, dann hätten wir hier noch ein paar von den kleinen Häuschen. Wie machen wir sie denn am besten? Ich meine, das hier ginge vorne an die Ecke. Und daneben passt auch noch eins. Hier drüben wird es ein bisschen enger. Das hier weiß ich nicht, ob das so gut passt. Nee, eher nicht. Mal gucken, ob wir die ein bisschen zurechtgeschoben bekommen. Ja, also das geht. So. Und was spricht denn jetzt eigentlich dagegen, wenn man dazwischen diesen hier baut? Der langt nicht. Das spricht dagegen. Der langt nicht. Er ist nicht genug. Sag ich einmal. Wir haben hier nur, was das angeht, schon ein paar interessante Sachen, aber das ist natürlich way too much. Ein Fünfer ist halt auch, also ich könnte von beiden Seiten einen Fünfer bringen. Den muss ich umziehen. Ja,
So natürlich nicht. So, jetzt haben wir von beiden Seiten den Fünfer. Und dann könnte man von beiden Seiten einen Weg ziehen. Ich neige dazu, den hier nochmal zu probieren. Boah, ist das nervig. Das Spiel. So. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann machen wir hier. Achso, wir bräuchten auch noch eine Schule, ne? Ja, definitiv. Eine Schule, die jetzt zu dem ganzen Machwerk passt, wäre natürlich idealst. Aber ich habe die Befürchtung, dass wir die nicht haben. Wenn ich ehrlich bin. Das da ist aber eine relativ... Die hat ja 550 Kapazität. Das ist eine Oberschule, die will ich aktuell jetzt nicht. Ich suche eine Grundschule. Und jetzt haben wir hier noch die japanische. Der 270. Die könnte so als Neubau ganz gut dahin passen. Oder wir haben hier ganz traditionell eine ganz alte Schule. Da fällt mir auf, da könnte jetzt noch, da ist ja auch ein Bahnhof. Was ist das hier für eine Dorfcash? Fracknolle Church. Die Fracknolle Church. Weil dann hier das Viertel, ne, dann steht hier vielleicht ein altes. Da machen wir ein paar Parkplätze, daneben machen wir eine Schule. Lass mich mal überlegen. Lieber so. Haben wir irgendwo eine kleine Kirche noch übrig? Ja. Und jetzt die kleine Schule daneben. Die passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Nicht sicher. Die Frage ist, wie sieht denn... Nein, das wird nichts. Wir sollten auf den klassischen... Allein, wenn ich die graue Fläche vorne an der Kirche sehe, sollten wir da keine Experimente machen. Da können wir nicht gewinnen mit. So, und dann so ein bisschen Buschi hinten dran, und jetzt, ja, das ginge auch tatsächlich. Ja, komm hier ein bisschen weiter vorne. Entfernung ist überhaupt nicht zu gering, lügt doch nicht. Ne? Sag doch, sag ich doch. Die Entfernung ist überhaupt nicht zu gering. So, und dann kann man da noch. Achso, hier ist jetzt natürlich supi. Wenn wir da einen Spielplatz hinmachen würden, der ein bisschen größer ist. Ah ja, gut, ich meine, wir haben halt den da. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Spielplätze, glaube ich. Ich könnte selbst einen bauen. Das ist klar, aber wer sagt, dass ich das will? Man muss sich ja irgendwann dann auch mal die Zeit nehmen, so für so Details. Aber das kann ich die ganze Zeit machen.
Ich höre eine S-Bahn. Der ist ganz schön groß, der Baum. Der geht. Der gefällt mir auch farblich besser. Oh ja. So, das müssten Birken sein. Da kommt noch eine gelbe dazu. Vielleicht da drüben. Das bringt ein bisschen Farb rein. Ich weiß nicht, ist das der, den ich eben nicht auch schon hatte? Ich bin da mit den Bäumen, die machen mich fertig. Die machen mich fertig, die Bäume. Das kannst du aber glauben. So, und da ist noch eine kleine Ecke frei. Ich setze hier einfach mal ein bisschen Gewerbe hin. Hier vorne auch. Das ist aus alten Zeiten die Schule plus der Rest. Da fehlen uns aber jetzt hier, um die Lücken zu schließen, noch ein paar Bäumchen oder so. Da kann aber hier neben die Schule ein schöner Baum, ne? Und die passen gerade ganz gut für mein Gefühl. 100% kriegt man eh nie hin, ne? Dafür ist es. Also es gibt Leute, die ja sicherlich noch mehr Zeit investieren als ich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist immer möglich. Aber in dem Fall auch nicht gewollt. Irgendwann soll auch mal ein Ergebnis bei rauskommen. Sonst gehst du ja kaputt. Also du, da draußen am Empfangsgerät. Wir hätten hier eventuell noch Platz für eine Klinik. Was ich ganz gut finde von der Idee. 900, 750, das reicht, wenn es passt, wäre toll. Da ist nämlich eine Klinik gebaut worden. Da haben wir endlich mal ein Krankenhaus. So, und was kriegen sie? Da haben wir ein Krankenhaus. Da fehlt uns jetzt so ein bisschen die Wand rundherum. Werden wir auch noch bauen. Ich weiß noch nicht, ob wir es jetzt tun. Wie ist es hier mit Feuerwehr als solches? Das sieht ganz gut aus. Was ich da nochmal rausfinden wollte, ob ich die Anzahl der... Ach so, Moment. Hier in dem Bereich eine Sporthalle mit dazu. Wenn wir die irgendwie da hinkriegen. Mit ein bisschen Geschubse geht das. Da bin ich ganz optimistisch. Das Krankenhaus rückt ein bisschen nach drüben. So. Und die Sporthalle rückt hinterher. Und passt damit mehr oder weniger komplett. Wer hat denn da diesen Felsen hingemacht? Wofür? Warte, wir kriegen das schon hin. Ja, weiß nicht, warum da ein Felsen ist, aber ist okay. Jetzt haben wir hier noch eine Sporthalle stehen. Die haben hier angeblich Lärm. Da könnte man tatsächlich was gegen tun. Sehe ich gerade. Wir müssten ja hier Lärmschutzwände haben. Die könnten was ändern. Nein. Offensichtlich nicht. Die haben sich da bisher nie gestört. Die kennen es gar nicht anders als laut. Ja. Jetzt haben wir hier. Ah, die Dinger wieder. Ah, machen wir mal Musik, ja? So. Handwerk hat eine ganze Menge. Alles hat hier mittlerweile eine ganze Menge. So, gut. Jetzt haben wir hier eine Siedlung hingebaut. Denen fehlen angeblich die Arbeiter. Jetzt ist die Frage,
wie ist es denn hier mit Oberschule? Das ist hier natürlich ganz mies. Und wir haben irgendwo noch diese kleine Oberschule, die ich ganz gerne mag. Ich suche sie mal. Die ist zu groß. Die ist, egal wo man sie nimmt, zu groß. Das ist auch eine Oberschule, da war aber irgendwo noch eine. Die ist ein bisschen zu groß. Oberschule, Oberschule, Oberschule. Dass das auch eine State geben. Oh ja. Das ist auch eine Oberschule. Die Medi. Ach so, das ist eine Oberschule. Da steht zwar Universität dran, das ist aber gar keine. Mal angucken. Naja. Das ist mir ein bisschen groß, ehrlich gesagt, die Schule. 4000 sehe ich da nicht. Die fliegt raus. Zumindest aus der Bebauungsplanung. Zu groß. Das ginge halt, ne? Dass die hier so sitzt. Naja, warum nicht? Die ist auch groß, glaube ich. Aber 910 ist was anderes, ne? Von hinten ist halt nicht schön. Gar nicht schön. Verdammte Axt. Aber so ist es dann halt. Die kriegt halt eine Soundbarriere rundherum. So. Und dann kann man da vielleicht noch ein paar Bäume reinpflanzen. Moment. Da ist ja Stromleitung, da geht's nicht. Naja, sieht halt aus, wie es aussieht, ne? Keine Verbesserung auf die. Niemand wollte hier was verbessern. Und hier so mitten drauf geht dann halt auch nichts mehr, weil hier ist einfach. Also mit der Stromleitung ist halt eng. Und in dem Bereich müssen wir auch noch verwursten, was das angeht. Das sollten wir vielleicht direkt machen. Dann haben wir es auch hinter uns. Ich glaube, ich überziehe schon wieder. Und liege damit wahrscheinlich richtig. Ich nehme hier aber eine Metall, ne? Ich probiere die mal aus. Warte. So, jetzt haben wir da auch dicht. Das finde ich gut. Dann können wir jetzt hier aufgrund dessen, dass da noch relativ viel Platz ist, mal schauen. Nein, das ist dann doch zu groß. Ich mache dann doch mal auf klein nochmal. Ob wir da nicht noch einen schicken. 1x1 ist aber sehr klein. Das war nicht das, was ich hoffte drauf. Ein bisschen größer könnte es schon sein. Ein bisschen. 8x8 ist ein bisschen viel. 2x2 ist zu wenig. Richtige Parks, immer eine Qual.
Das ist. Oh. Warum denn nicht? So, ne? Guti. Gutier. Und dann machen wir hier noch so ein paar kleine Häuschen hin. So ein paar billige. Da nicht. Da auch nicht. Da drüben könnte man noch was machen. Einfach so ein paar Gebäude da nicht. Erstmal. Das überzeugt mich eigentlich auch nicht, wie ich ehrlich bin. Die Leute kommen hier auch in die S-Bahn rein, ist die Frage. Ich bräuchte mal eine S-Bahn, bitte. Eine S-Bahn, bitte. S-Bahn? Da muss doch eine von da irgendwann kommen. Halt, stopp, ich fahre mit dir. Ich will nämlich auch die Häuserreihe dann mal in Augenschein nehmen. Die andere Seite müssen wir noch machen. Das dauert halt alles echt ewig. Ist das da drüben auf alle Fälle hübscher als vorher? Die Frage ist halt, ob da drüben auch Leute rausgehen aus dem Bahnhof. Hab mal ein Foto gemacht. Burnt Bean Coffee. Das sieht eigentlich cool aus. Schnell ein Foto mal. Das sieht schon sehr deutsch aus. Hier brauchen wir noch einen Zaun oder so. Ein Zaun wäre gut. Und hier das daneben dran, da müssen wir gucken, wie wir das gerade gebogen bekommen. Uch, was ist denn das? Was haben wir da hingeblotscht? Naja. Huch. So. Nee, das da ist schon mal schicki. Die Frage ist halt jetzt nur, ich meine, Bus fährt auch, Straßenbahn hält, also das, eigentlich ist das auch gut angebunden, ne? Dieser 60er-Jahre-Neubau-Block. Wenn wir ehrlich sind. Es spricht auch eigentlich nichts dagegen, dass die genug Arbeiter bekommen. Mittelfristig. Wenn denn die Leute auch einziehen, das tun sie. Vielleicht müsste ich hier Unlimited Demand oder so mal besorgen. Weiß ich nicht. Was ich noch nicht weiß, ist, gehen die Leute jetzt da in den Bahnhof oder gehen sie nicht da rein? Kriegen sie das hin oder ist das böse? Ja, offensichtlich. Da oben laufen sie ran lang. Wunderbar. Wunderbar. Das gefällt mir persönlich ja sehr gut. Was ist denn mit dem Auto da los? Ich denke, den nehme ich wieder raus. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Schade eigentlich. Schade. Schade, schade, Marmelade. So. Das sieht doch gerade ganz cool aus, ne? Ich mach mal ein Bild. Ich mach uns mal Bilder. Man weiß ja auch, die Städte sind flüchtig. Zack, geht's denn nicht mehr. Oder hat so Löcher da. Das hat er da wieder das Gras weggemacht. Das ist schon kacke. Und total rätselhaft. Aber das ist was das. Es fällt nicht mehr so auf, wenn es nicht bebaut ist. Deshalb müssen wir ja auch noch was machen, damit es nicht da bebaut sein wird. Ja, dann geht's. Hoffentlich. Das heißt, hier entsteht ein Bürogebiet und dann ist alles schick. Das ist der Plan. Ich sag mal, danke fürs dabei gewesen sein. Oh, das sieht cool aus. Das sieht in der Tat cool aus. Ich mag es. Total das Bild. Richtig schick. Wenn jetzt noch ein Zug käme, dann wäre ich zufrieden. Und dann muss ich den Citroën Traction Avant wieder rausnehmen. Der ist ja nicht gut. Nicht gut. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.